Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Family Madness, Leute. Zusammen mit mir, der guten Ute, spielen wir heute Close to the Sun weiter. Ist ganz frisch erschienen im Epic Store, könnt ihr dort kaufen. Link habt ihr unten in der Beschreibung. Steht alles Wichtige da. Ja, wir sind immer noch nach wie vor auf der Suche nach unserer Schwester, der Aida oder Ada? Aida? Na, ist ja auch egal. Jedenfalls, die suchen wir noch. Der werte Herr Tesla hat uns auch schon ein paar unschöne Nachrichten geschickt, dass er es sehr... Hier spricht Lead Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht Lead Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße! Rose, was zur Hölle machst du hier? Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal, was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hör mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ada! Ach, komm schon. Vielleicht kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... Ja, super. So schnell wird man auch mal in so einem Spiel unterbrochen. Schön, dass die Schwester, die Ada, uns... Jetzt wissen wir auch, dass sie Ada heißt, ne? dass die uns den Brief gar nicht geschickt hat. Toll, wer war es dann? Tesla vielleicht persönlich? Der Saftsack? Naja, werden wir mal gucken. Wir werden das Geheimnis ja hoffentlich irgendwann einmal lüften. So, was haben wir hier? Oh, ein Empfang. Kommt hier jemand? Hallo? Hallo? Hier müsste es so eine Art Achievement geben, dass wenn man zu oft draufhaut, dass irgendwas passiert. Gut, hier hinter komme ich nicht. So, es gibt den Aufgang links und den Aufgang rechts. Ist ja nicht sowas wie eine Art Karte? Nee, ne? Nö, nur das Hauptziel. Und Collectibles. Gehen wir erstmal links. Ich bin sowieso Linkshänder. Kann nicht verkehrt sein. Okay, hier geht erstmal eine Treppe hoch. Geht vielleicht auf der anderen Seite genauso. Ada, wo bist du? No? Was sind denn das für Bilder? Scheinen irgendwelche berühmten Persönlichkeiten zu sein. Aber genau kann man das halt nie sagen. Ich habe da zumindest keine Namen gerade. So. Ah, die Helios. Benannt nach der Sonne und selbst eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite von neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das Einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen. Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen. Okay. Er klingt schon ein bisschen fanatisch so, ne, der Herr Tesla. United States Patent Office, okay. Elektromagnetischer Motor. Den hat er sich patentieren lassen, wenn ich das hier richtig sehe. Nochmal ein Patent. Wie wird das gesprochen? Reciprocating Engine. Also der Motor des Ganzen. Na, da haben wir ja schon Einzelteile zu gesehen. Sich alles patentieren lassen, der Sack. Oh. Hat er hier noch für Patente drauf? Eine Apparatur zur Transmittung von elektrischer Energie. Ah. Sehen schon cool aus, die Sachen. Ja, wunderbar. Irgendwas scheint ja hier aber trotzdem böse schiefgelaufen zu sein. Ja, da auf der anderen Seite wären wir auch hochgekommen. Also was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus.
Na, ein Wahnsinniger. Wer denn sonst? Das kann nur böse enden. Oh, wie hier die ganze Energie durchläuft. Die komplett in Gold gefasst ist? Ich würde ja behaupten, ja. Traue ich dem auf jeden Fall zu. Ah. Jetzt hat man hier nochmal so ein paar Geschichten dazu, ja. Fängt man denn dann am besten an? Ach, okay. Ist also völlig egal. Drücken wir mal. Push the button. Funkwellen eignen sich nicht nur zur Übertragung von Ton, Bild und Strom über große Entfernungen. Mit diesem funkgesteuerten Schiff können sogar Menschen transportiert werden. Wenn Sie hier auf der Helios sind, dann haben Sie bereits eine Reise mit einem solchen genossen. Es handelt sich um unbemannte Schiffe, die automatisch über Funksignale gesteuert werden. Weniger riskant, was Fehlfunktionen oder das Untergehen infolge einer Fehlfunktion angeht. Nicht, dass das Risiko jemals groß gewesen wäre. Sie sind wohlbehalten hier angekommen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Also, tatsächlich, das erklärt nochmal ein bisschen was über das kleine Dampfschiff, wo wir drauf gesessen haben. Weshalb da keine Sau gewesen ist. Was haben wir hier? Death Ray. Okay. Mit dieser Maschine werde ich die Welt ein für alle Mal vom Krieg befreien. Mein geliebter Todesstrahl. Es mag widersprüchlich klingen, dass so etwas für Frieden sorgen soll. Aber damit ausgerüstet würde niemals jemand einen Angriff gegen uns in Erwägung ziehen. Das ist zumindest die Theorie. Du bist wahnsinnig, Typi. Einfach nur wahnsinnig. Oh, dann hat er hier den Tesla Tower. Mein erster Tesla Tower in Wardenclyffe war ein großer Erfolg. Ich wusste schon immer, dass mein Traum, kostenlosen Strom drahtlos auf der ganzen Welt zu verteilen, ein voller Erfolg werden würde. Was ich nicht vorhergesehen habe, war die Unersättlichkeit der menschlichen Rasse. Die Gier nach mehr, mehr und mehr Strom. Drahtlose Übertragung von Strom, das ist der einfache Teil. An den Strom heranzukommen, das ist die knifflige Aufgabe. Hat er nicht genug eingespeist gekriegt, ja? So, und dann gibt's hier noch die X-Ray-Maschine, ja? Als ich die Röntgenstrahlung entdeckte, hätten wir eine wunderbare Zeit dabei haben können, uns gegenseitig zu fotografieren. Geschwärzte Silhouetten an den Wänden, die für alle Ewigkeit diesen einen Moment der vergnügten Zeit einfangen. Natürlich nur so lange, bis wir erkannt haben, dass Röntgenstrahlen ziemlich schädlich sind. Diese Maschine macht den gesamten Prozess viel sicherer, wenn auch weniger unterhaltsam. So spricht nur ein wahrer Fanatiker. Was gibt's denn hier noch in seinem Museum zu sehen? Ob der auch jeden Tag hier auf seine Knöpfchen gedrückt hat, nur um sich selbst hören zu können? Wie genial er doch wäre? Das kann ich mir durchaus vorstellen, wie sich die Glühbirne da in der Hand hat. Eine fette Glühbirne. Oh! Okay, es war nur ein Blitz. Ja, Tesla, der Denker. Was liegt denn hier? Ach, wieder ein Zeitungsbericht. Zeitung The World. Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Beginn des Zeitalters kostenloser Energie. Verstößt Tesla gegen das Energieerhaltungsgesetz? Kostenlose Energie bedroht 1000 Arbeitsplätze im Energiebereich. Aufstände erwartet. Da sind viele Arbeitsplätze natürlich weg. Aber man kann ja auch genauso gut in anderen Bereichen wieder welche schaffen. So, gehen wir mal hier weiter. Ist hier noch was? Ach, hier sind wieder seine Denkerposen. Nichts weiter von Belang. Da müssen wir bestimmt gleich weiter lang. Ist hier noch was? Gibt es hier noch mal was zu drücken? Hallo? Es leuchtet so schön. Neonlicht. Gut, kennen wir ja. Ah, eine Tesla-Spule. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Command & Conquer. Ist auch noch mal ein Bericht. Zeitung The Call. Erdbebenmaschine bringt Stadtblock zum Einsturz.
7 Tote und zahlreiche Verletzte bei Gebäudeeinstürzen. Missglücktes Experiment verursacht Schäden im Lagerviertel von Wardenclyffe. Wardenclyffe verspricht Entschädigung und Wiederaufbau nach gescheitertem Test neuer Erfindung. Ja, das ist dem Tesla auch öfters mal passiert, so ein Mist. Gut. Dann gehen wir weiter. Hierzu gab es keinen Knopf. Ein gruseliges Schiff voller Wissenschaftler mitten im Meer. Was soll da schon schiefgehen? Dann werden die Bilder da hinten an der Wand alles Wissenschaftler, die mit ihm gearbeitet haben, gewesen sein, denke ich. Das ergibt zumindest Sinn. So, mal durchschmulen hier. Sieht ja schon fast so aus, als wenn hier das Museum weitergeht. Oh, Wardenclyffe. Ab hier sieht's ungesund aus. Was zur? Erwischen. So sah es hier mal aus, ja. Hallo? Ist hier jemand? Kann man sich denen nähern? Die beachten ja einen gar nicht. Wahrscheinlich, weil es eine Vision ist, ne? Was nun? Was zur Hölle war das? Sie sind doch immer noch da. Hier die verschiedenen... Einfach... Rose, bist du da? Ja. Kannst du mich hören? Ja. Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier? Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähle dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind. Du musst dir eine Faraday-Keycard vom Check-In-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwester Herz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Bis ja, bald, Schwester Herz. Damit du nicht so alleine bist, deswegen freust du dich, dass ich hier bin. Ob das vielleicht auch noch ein abgekatertes Spiel ist? Hopp. Mensch, da sitzen ja sogar ein paar Vögel. Es gibt tatsächlich Leben in der Buchte. So, was haben wir denn hier? Also, wir brauchen diese Keycard und die kriegen wir dann aus dem Tresor. Neues Collectible eingesammelt. Okay, eine dieser Masken. Die Gravur auf der Innenseite lautet Biolabs Anonymitätsmaske. Rückgabe an Wardenclyffe-Mitarbeiter. Okay. Ja, mehr liegt hier erst einmal nicht. Und dann müssen wir da zu diesem Hauptcheck-In. Die Frage ist nur, ist das jetzt wieder komplett zurück oder weiter hier vorne lang? Wir gehen einfach mal hier weiter. Oh, eine schöne Bar. Gibt's hier noch was zu trinken? Irgendwas, was noch ganz ist? Schweige denn den Zugang? Oh, hier ist was. Noch ein Collectible. Maske Schiffssicherheit. Die Gravur auf der Innenseite lautet Ship Security, Anonymitätsmaske, Rückgabe an Wardenclyffe-Mitarbeiter. Dann haben die in ihren unterschiedlichen Aufgaben alle unterschiedliche Masken getragen. Nee, da geht's leider nicht rein. Aber vielleicht liegt hier noch irgendwas. Zeitung. Zeitung The Daily Graphic. Mathematikerin Elmira Sänger, jetzt Teil der Wardenclyffe-Kooperation. Renommierte Forscher versammeln sich an Bord der Helios. Durchbruch in der Dimensionsphysik. Universitäten protestieren nach Abwerbung weiterer Wissenschaftlerinnen. Ja,
Das Zukunfts-Ich soll das geschrieben haben, den Brief. Das kann ich mir auch noch durchaus vorstellen, dass der Tesla das hingekriegt hat. Zumindest hier im Spiel. So, gehen wir mal noch auf die andere Seite hier an der Bar. Ist hier noch ein paar interessante Sachen zu entdecken? Nee, hier. Was haben wir hier? Ja, hier, die World. Wharncliffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Ach so, die haben wir schon mal gelesen. Dass die Zeitungen hier immer doppelt liegen lassen müssen. That's lame. So, was bist du hier? Eine Art Kasten. Ach, jetzt sehen wir hier nochmal, wo wir sind. Oh, es ist so dunkel. Die Schrift ist kaum lesbar. Wir sind jetzt in der Haupthalle. Wenn das die Haupthalle ist, dann dürfte doch der Check-in auch nicht so weit weg sein, oder? Steht er hier zufällig mit drauf? Nee, sehe ich bisher nicht. Magazin. Cargo. Postamt. Zumindest sehe ich jetzt noch nichts. Wir gehen einfach mal weiter. Hier rein. Ach, hier ist doch schon wieder Blut. Was ist denn hier schon wieder geschehen? Verletzte, Verletzte. Floorlist. Ist schon gar nicht mehr lesbar, weil da einer raufgefasst hat. Also benutzen kann ich ihn nicht. Gut, wenn ich den nicht benutzen kann, dann müssen wir höchstwahrscheinlich doch wieder zurück. Zurück zum Hauptschalter. Also ganz am Anfang, wo ich war. Ach. Das nenne ich doch mal wieder nett, mich die ganze Zeit durch die Gegend zu schicken. Teslatorium. Ja, da waren wir ja schon. Probieren wir es nochmal. Es wird ja ein. Ist ja Gott sei Dank nicht so ein mega weiter Weg zurück. Oh. Okay, oder halt auch nicht. Ich scheine nicht zurückzukommen. Hier hoch geht's auch nicht. Zumindest nicht weiter als hier. Dann muss es doch hier unten lang weitergehen, weil hier sehe ich keinen Knauf oder einen Button, den ich drücken könnte. Na, liegt da auch nicht was auf dem Tisch? Was liegt denn hier? Ah, nochmal ein neues Collectible. WeatherTech. Die Gravur auf der Innenseite lautet WeatherTech Anonymitätsmaske. Okay. Die hatte ich noch nicht. Gute Frage, nächste Frage. Wie kommen wir weiter? Gibt es endlich ein Inventar? Nee. So, holen Sie die Keykarte aus dem Safe an der Wand. Ja, dazu muss ich erstmal dorthin kommen, zu diesem Bereich. Es ist noch die große Frage, ob das hier eine Tür ist, in die ich rein kann. Nee, die ist verschlossen. Und da drüben? Ist da noch eine Tür, in die ich vielleicht rein kann? Irgendwie muss es ja schließlich weitergehen. Ah! Nee. Sieht auch noch nicht so aus. Also dahinter sehe ich eine Treppe. Aber keinen Zugang. Ich brauche doch mit Sicherheit wieder so einen Schlüssel, um diesen Fahrstuhl zu bewegen. Den ich noch nicht gefunden. Liegt der hier vielleicht irgendwo rum? Nee. Sieht noch nicht so aus. So. Aber irgendwo hier muss er ja rumliegen. Ist ja eigentlich klar wie Kloßbrühe. Jetzt sagt nicht, der sollte hier irgendwo zu sehen sein, so ganz easy,
Auf jeden Fall muss ich hier rüber wohl. Ist er vielleicht hier? Gucken wir uns mal um. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Schreiben. Check-in-Desk-Memo. Eric, vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben, wenn du ihn änderst. Margaret muss letzte Woche extra von den Tech-Labs herkommen, um den Sicherheitsmechanismus zurückzusetzen. Das fand sie gar nicht gut. Vermassle es nicht noch einmal. Aktueller Code 142. Ach, dann zählt diese Haupthalle hier gleichzeitig als Check-in. Ah! Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... 142 war es, ja, das weiß ich. Aber ich hätte jetzt nicht vermutet, dass die Main Hall dazu zählt. 124 steht's gerade. Dann machen wir mal. Okay, dann dreht sich irgendwie alles. So dreht sich nur das eine. Drehen sich dann zwei. Ach, na super. Warte mal. Dann gehe ich mal hier nochmal auf die 2. Ne? So, dann haben wir da die 4. Und dann brauchen wir noch die 1. So. Wunderbar. Da ist hier die Fahrstuhl-Keycard. Bingo. Eine Keycard für den Aufzug. Super. Dann können wir ja jetzt weiter. Jetzt sind die Vögel schon hier unten gelandet. War diese Blutspur schon vorher hier? Hallo? Natürlich stürzen sich da die Krähen rüber. Lecker, lecker, lecker. So, gehen wir mal rein hier. Push! Gut, ich hoffe, das funktioniert. Oh, sieht doch bisher so aus. Hehehe. Kapitel 3. Das Haus der Hestia. Ah, oh, wir haben das Ende erreicht hier. Gut, gucken wir mal weiter. Was stinkt da so? Na, das sind doch bestimmt Leichenüberreste, oder? Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ja. Kapitel 3 haben wir erreicht. Hier stinkt irgendwas. Ich wette, es ist bestimmt eine Leiche oder irgendwas. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge leider Gottes erfahren müssen, was da rumliegt. Ja, seid gespannt drauf. Wird mit Sicherheit noch eine lustige Reise hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.